Eigentlich wirkt es wie eine sehr banale Idee, der Berliner Blogger Nathan Metz kauft sich für ein paar Euro die Domain Wiesendix. Und sammelt auf ihr Zitate von AfD-Politikern. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat, ist da zum Beispiel zu lesen. Der AfD-Landesvorsitzende von Thüringen Björn Höcke hat das Anfang 2017 gesagt und stand damit landesweit in den überregionalen Medien. Auch unbekanntere Zitate der AfD finden sich auf der Website, dem Flüchtling ist es doch egal, an welcher Grenze, an der griechischen oder an der deutschen, er stirbt, sagte etwa der Baden-Württemberger AfD-Mann Günther Lehnhardt. Nathan Mattes, 25, von Beruf eigentlich Programmierer, will sich weigern, in Berufung gehen und das Urteil vor dem Oberlandesgericht anfechten, sagt er. Er sitzt in einem Bistro in Berlin-Friedrichshain, trinkt eine heiße Schokolade ohne Sahne und wirkt auf den ersten Blick gar nicht so kämpferisch. Er trägt eine kreisrunde Brille, Schlabberpulli und Schlabberhose und fasst sich beim Reden immer wieder nervös selbst an den Arm. Dann aber wird sein Blick schnell ernst, wenn er über die AfD redet. Eine menschenverachtende Partei sei das, sagt er, und das müsse man öffentlich dokumentieren. Bislang hat ihn der Prozess schon 9.400 Euro gekostet. So ein Gerichtsverfahren muss man sich erstmal leisten können. Mattes könnte die Prozesskosten nicht selber stemmen, von einer Revision ganz zu schweigen, minus, wenn nicht eine Freundin mittlerweile eine Spendenkampagne initiiert hätte. Schon mehr als 55.000 Euro in seit dem Zusammen gegeben. Das Recht, am bis zum Bundesgerichtshof zu gehen, wenn es nötig ist, sagt Mattes. Alles, was am Ende übrig bleibt, will er an Flüchtlingsorganisationen spenden. 2015 ging Mattes auf AfD-Stammtische, weil er sich selbst ein Bild von der Partei machen wollte. Bei einem Treffen wurden oft Mitglieder der Domain Wiesendorf.de anmelden, um ihre Partei im Netz vorzustellen. Noch am selben Abend erwarb Mattes die Domain, wusste aber eigentlich gar nicht so recht, was er damit machen sollte und ließ sie erst einmal brachliegen. Erst später kam er auf die Idee, Zitate von AfD-Politikern auf der Website zu sammeln.